Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt muss ich nur mal kurz wieder an oben muss ich mich jetzt orientieren. Wir haben ja noch ein paar Fenster ausgenommen. Handtool, Pinpen-Tool, genau. Bam, bam. Hier hatte ich ein Fenster verschoben. Das werde ich. Ja, also. Ja, ist ja nicht so schlimm, wenn da jetzt die Dings vorm Fenster steht. Sieht aber irgendwie besser aus. So. Dann haben wir nämlich das. Wisst ihr was? Ich mach mal ganz kurz was. Hat zwar jetzt nichts damit zu tun, aber Kaufmodus. Sonstiges. So, jetzt Handtool. Verkaufen. Nein, Audi R8 will ich jetzt nicht haben. Den will ich haben. In weiß, wie Franklin ihn auch in GTA hat. Und da haben wir ihn. Den Bravado Buffalo. Ist doch ganz gut. So. Jetzt müssen wir da oben noch eben schnell was machen. So, wie machen wir hier mal eine Raumaufteilung? Da haben wir den Flur. Ich bin ja dafür, dass hier in die Nische das Schlafzimmer reinkommt. So. So, dass wir dann hier in der Nische das Schlafzimmer haben. Dafür muss ich mal kurz wieder im Bautool. So, Wände. So, ist doch gar nicht mal so schlecht. Jetzt brauche ich nur mal eben kurz wieder das Pinpetten-Tool für eine Wand. Für eine Wand, ja klar, für die Tür. So, jetzt haben wir hier nämlich eine Tür drin. Jetzt brauche ich mal noch eine Wand. Ja, noch eine Wand ist gut. So, jetzt Wand. Mache ich mal. So, hier kommt dann nämlich das Badezimmer hin. So. Kommt hier gegenüber die Toilette hin und hier kommt eine Dusche für den Duschspaß hin. Ich muss sie mal kurz drehen. So, dann kommt hier wieder eine Tür hin. Und dann kann man hier oben auch noch andere lustige Sachen machen. Aber erstmal gehen wir jetzt wieder in den Modus, dann erstmal wieder Wände, nein, falsch, Tapeten, dabei, Tapeten, Fliesen, nicht Steine, Fliesen, so, nehmen wir wieder die typischen Badezimmerfliesen. So. Mm-hmm.
Jetzt nehmen wir mal für den Boden, nehmen wir dann auch wieder Fliesen, dann nehmen wir dann auch wieder diese typischen Badezimmerfliesen. Und in der Mitte machen wir wieder einen Abfluss. Machen wir mal dahin. So, da machen wir einen Abfluss hin. Obwohl, da sieht ja besser aus, ne? So. Ins Schlafzimmer machen wir mal einen schönen Teppich rein. Wisst ihr was? Franklin ist doch Mitglied der Grove Street Family. Kriegt er so eine Art Rasengrün rein. So. Tapete. Tapete machen wir mal. Oh, das sieht ganz cool aus. Müssen wir wieder so machen. Und wieder so. So, dann haben wir das Schlafzimmer und den Flur. Was machen wir da mal hin? Flur. Flur machen wir mal dieselben Tapeten wie hier unten. Pinpettentool. Hoch. So, Wand. So. So, jetzt gehen wir mal wieder im Kaufmodus. Und dann kaufe ich den guten Franklin mal noch was. Und zwar. Kaufen wir den ein DJ-Pult. So. Gönnen wir uns mal noch was. So, ein DJ-Pult stelle ich hier in der Ecke. Man kann hier oben tolle Partys feiern. Und die Nachbarn stören. So. So, was kann ich hier oben noch irgendwas hinstellen? Irgendwas Schönes. Eine Kasse. Toll, wozu brauche ich eine Kasse? Sonst brauchen wir hier oben eigentlich gar nichts mehr. Vielleicht noch so eine Skulptur oder so. Ein Flugzeug, toll. Was ist das? Ketchup. Ach, ich weiß, was wir hier oben hinhängen können. Da hatte ich doch letztens noch was für die Wand gefunden. Da sagte ich doch, das hat Franklin in GTA 5 auch. Das waren noch diese T-Shirts zum Hinhängen. Wo waren die denn noch? Ah, da. Was ist das? Okay. So, hängen wir hier nämlich noch so ein paar T-Shirts hin. Es gibt ja auch noch zwei andere, da hängen wir dann noch einen hier hin. Und eins hängen wir dann noch hier hin. Über die Treppe. So, dann haben wir hier oben nämlich auch noch ein bisschen was. Schönes.